Moin, sind zur dritten Folge von Wie mein Mummy. Ja. Bevor wir jetzt kurz noch weiterlaufen, ich habe jetzt noch ein bisschen leiser gestellt, weil ich es für mich persönlich immer noch zu laut fand. Ich glaube aber, es hat sich immer noch nicht großartig geändert. Ich gucke mal in den Optionen, ob ich da bei den Audioeinstellungen mal ein bisschen was leiser stellen kann. Dann machen wir die Gesamtlautstärke einfach mal nochmal um. Ja, dann machen wir die Musik mal ein bisschen leiser, damit man die Sprache besser versteht. Und Effekte machen wir dann auch leiser. Ich bin immer so, ich möchte gerne so die Sprache mehr verstehen als Musik oder was anderes. So, und jetzt müsste es eigentlich, ja, der Balken ist ein bisschen weiter nach unten gegangen. Ja, so müsste es eigentlich ausreichen, was Musik angeht. So, und wir klettern hier mal noch ein bisschen weiter. Und durchsuchen den Blitzfisch. Alles rein in diesen Bezirk. Warum gab es dazu keine Untertitel? Hä? Oh, Heilstation? Ich habe jetzt eh. Warum nicht? Gratis Heilung geht immer. So, weiter jetzt. So viel sie essen können. Keine Fragen gestellt, keine Antwort Ich geben. glaube, das ist nicht der Laden, den du suchst. Und schon wieder irgendwelche Lex-Bikes. Okay. Versuch's woanders. Dachte das vielleicht früher wirklich am Spiel? Blaue Mülltonnen? Da hinten in der Ecke. Keine Manieren mehr haben die Leute. Aber ich hab sie. Ein Zartpatch 2 gefunden. Hast du dein Haar gebürstet? Mit einer Granate? Würde lieber deine Schwester kennenlernen. Habt ihr mal im Spiegel geguckt? Der eine ist ein Roboter und der andere. Oh Gott. Du interessierst mich nicht. Ich hab nichts getan. Was steht da? Breaking Bake, Spezielle des Tages, knuspriges Kramkuchen à la Tommy. Ein anderes Mal vielleicht. Morgen, ja, ist okay. Ich komme dann die nächsten Tage mal wieder. Ich will da hoch. Ah, danke. Okay. Aktivieren. Das ist doch mal eine schöne Brücke, also von daher. What the fuck? Seid ihr echt nicht zueinander. So. Nehmen wir Roboter? Auf jeden Fall steht da jemand. Die Polex-Bikes, die regen mich ein bisschen auf. Ich glaube, vorsichtshalber, damit es vielleicht ein bisschen flüssiger läuft, nehmen wir mal. Machen wir Fousing an. Ja, danke. Nicht niedrig. Niedrig will ich nicht. Hoch, hoch nicht aus. Niedrig, hoch aus. Anti-Aliasing. Ich glaube, Anti-Aliasing war eh was Miesiges. Und die Grafik bzw. Schatten stellen wir mal auf Mittel. Ich weiß nicht, ob es ist oder nicht. Nicht, dass sie die falsche ist. Das sieht immer noch ein bisschen buggy aus, aber gut. Metallplatte. Warte mal. Können wir die Typen auch noch schubsen? Nee, schade. Das Ding da drüben hat was Rotes angezeigt. Kann man hier runter? Da ist irgendwas. Drücke E, um die Menüsesäuberung aufzunehmen. Um die Bemühung der Formel des Vergessens zu bekämpfen, gewähren die mindestens einige freie Zugang zu den kulturellen Erinnerungen von Neo-Paris. Hier steht jemand. Aber hier ist nichts. Oder wo ist das? Meinst du, dein Geld reicht? Muss ich oben nochmal nachgucken. Ich merke gerade, dass meine Maus jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schnell ist. Jetzt auf einmal. Danke. Oh Gott. So. Stelle ich jetzt halt mal ein bisschen manuell runter und nicht hier eben halt im Spiel.
Ach, hier ist es. Zartpatch gefunden, 3 von 5. Kachinga. Also war das doch hinter uns. Okay. Zu gemein können die sein. Aber hier gibt es immer kurz diesen kleinen Lexball. Keine Ahnung warum. Metallplatte. Aua. Die arme Maus. Oder Radi. Was wird das jetzt? Zack, zack, zack. Okay. Ich weiß wohl jetzt nicht, was das war, aber okay. Ein gutes Zeichen, Schwester. Mit der Zeit kommen die Erinnerungen zurück. Hm. Hoffen wir es doch mal. Du bist fast da. Folge Tommys fliegenden Drohnen zu seiner Bar. Wir folgen Tommys fliegende Drohnen zu seiner Bar. Nein. Hier drüben das schöne Bild. Wanted. Was? 300.000? Okay. Gib mir eine Erinnerung, Mann. Jetzt hat die linke Maustaste gedrückt, um sich... Den letzten, dann höre ich auf. Sein Gedächtnis ist wackelig. Und steht da als ein gebrauchter Cyborgasmus. Du stehst kurz vor der Fragmentierung. Was, Mann? Ich will mich einfach an was Schönes erinnern. Und genau das meine ich, wovon ich vorhin geredet habe, dass das Spiel eben halt darum geht, dass die Leute schon nur noch schöne Erinnerungen haben wollen und das dann schon so langsam wirkt wie eine Droge. Und Kinder immer schon denken, Finger weg von Drogen, ne? Oh Gott. Nette Abkürzung, Edge. Ja. Hör auf mit... Was machst du denn? Also, ich kann eins sagen, das ist nichts ausgelastet. OBS läuft perfekt. Mein Prozessor hat gerade mal, wie viel? Ich glaube 40% oder sowas. Das Spiel alleine macht diese schönen Bugs. Einfach rüber, schnell. Sonst ist das so elektrisierend. Oh Gott. Hoch mit dir, Mädel! Hoch mit dir! Und rennen! Oh Gott. Da würde ich nicht gerne leben. Zurück geht nicht mehr. Ah, so geht's schneller. Okay. Jetzt geht's darüber. Das sind heute ganz schöne Kletterbottchen, aber das sind, glaube ich, alle mal so ein hoch oder runter, hoch oder... Ich gehe erstmal hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Warum sollte man runtergehen? Mittel. Ja, danke. Geh mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Was ist hier? Aha. Nein. Das da aufnehmen. Das da. Ja. Ammo Weiß und der Sensen. Was? Nee, irgendwas mit einem Memo und der Sensen? Nemo und die Sense? Ich weiß es nicht. Aber schön, dass man wieder was Schönes gefunden hat. Endlich. Das Leaking Brain. Wo? Ich sehe es nicht. Wagen. Die drückt nicht mal auf den Knopf. Wieso aktiviert der Wagen sich? Ach, da drüben liegt im Bett. Aha, ich hab's nicht gesehen. Mal den noch einen Bob in Ruhe.
So gut wie frisch. Lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Ich hab nichts für dich. Ja, mit einem Lächeln. Genau. Ich fress dein verdammtes Herz, wenn du hier rumheulst. Da liegt noch was. Sieht aus wie ein Steg. Sorry, Schatz, aber ich kenne dich. Ein bisschen schrill, das Outfit. Auch nur ein bisschen. Mir gefällt's. Hübsch, aber du bist nicht mein Typ. Also, ich... Geh heul woanders, Bob. Oh Gott. Ich will mit dem sprechen. Will ich aber nicht. Hier ist noch irgendwo ein Steg. Ich will zu den Steg. Bob, halt's Maul. Geh und belaber jemand anders. Da liegt's. Ist kein Steg, aber das ist irgendwas anderes. Ist auch sehr gut versteckt, so auf diesen Aalen. Hey, hör auf zu blöken, Bob. Okay, dann gehen wir mal zu Kopfweh, Tommy. Herz, wenn du hier rumheulst, Hirnjunkie. Johnny will mein Herz zu Weihnachten. Wusstest du das, hä, Tommy? Du bist hier sicher, Bob. Keine Sorge. Doch mal die beste Synchro. Unglaublich! Edge hat's geschafft. Komm her, Schatz. Millen, es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Tut mir leid. Wow, na, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Erstmal raus aus den Gurten. Okay. Der Handschuh da, das ist deiner. Ich habe ihn aus deinem Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Was haben die mit dir gemacht? Da unten, in der Bastille, da musste ich, im Gegensatz zu dir, ja bis zum bitteren Ende bleiben. Gut. Na dann, zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spind. Gott, der Arme. Dich also kaum an Olga Sedova ausliefern. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Bestimmt. Sie wird den Slum umflügen, um dich zu kriegen. Nicht nur um dich zu fangen. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Millen? Millen! Das ist für dich, David. Olga ist immer in Erinnerung. Einfach nur E drücken. Wow. Und jetzt kommt der richtige Clou und geile Sache an diesem Spiel hier. Was mich so richtig schön auch dran fasziniert hat, das hatte ich auch noch mit aufgenommen, aber ich glaube kurz danach habe ich dann aufgehört. Ich weiß nicht mehr so direkt. Aber das wurde geil, das wurde richtig toll. Olgas Erinnerung. Vor 3 Stunden.
Die Erinnerungstransfusion. Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik-Stimuli. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial-Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Die Synchro passt wirklich nicht. Ziel, aktualisieren. Lassen Sie Dr. Quaid David töten. Ihre Aufgabe ist es, die Szene so zu verändern, dass Dr. Quaid David Samuels getötet, anstatt ihn zu heilen. Okay. Der erste Schritt besteht darin, Erinnerungsströmung zu finden, mit dem Sie interagieren können. Drehen Sie rückwärts, indem Sie, also die Maus soll ich drehen, Erinnerungsströmung zu finden, Sie, bis Sie einen Erinnerungsström finden. Sie können linke Maustaste gedrückt halten, um schneller zurückzuspulen. Das geht dann, also ich kreise gerade mit der Maus eben halt auf dem Gamepad und wenn ich jetzt. Sie nähern sich einer Erinnerungsstrom und gehen Sie mit Hilfe von langsamer zurück um die rechte Maustaste. Halten Sie die Störung an. Okay. Das hat er jetzt automatisch gemacht. Pause. Sie haben eine Erinnerungsstörung gefunden. Drücken Sie E, um sie zu aktivieren. Okay. Ich drücke gerade. Drücke ich W? Ne, ich drücke R. Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Der Organisation wird gemäß der Details zur Veränderung. Sie haben. Alles wird. Geremixed. Wieder gut. Mit der Zeit. Ja. Ich kann gerade nichts machen. Natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Es war nicht ausreichend, nur die Gurte zu lösen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Finden Sie jetzt die richtige Kombination von Erinnerungsstörung, um Dr. Quaid dazu zu bringen, David zu töten. Okay, das heißt das für mich, dass ich eben halt mich umgucken muss, um eben halt so eine... Reaktion abbrechen. Ja. Ich will noch weiter zurück, weil ich will bis zum Anfang. Von Anfang aus. So. Das ist für dich, David. So, jetzt geht's mal langsam nach vorne.
Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Bei dieser Memorial-Transport hat Ihr Mann Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame... Hier muss es doch irgendwo noch ein schönen... Gibt's hier nichts? Nee. Das Ding da drüben, das hätte ich gerne. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch noch nichts. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Warte, hier war doch gerade was. Da. Kapsel umschalten. Okay. Die endgültige. Jetzt hat er die rote Kapsel. Macht die rote Kapsel rein. Wartet mal. Ist da drüben nicht noch was? Da drüben Maschine anping. Anping. Okay. Gibt's da unten nicht was? Kann ich da unten nicht rein? Achso. Fragmentierten Persönlichkeit. Ah ne, jetzt war zurückspulen. Okay, okay, okay. Tachykardie. Das ist sehr ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein wenig nervös, das ist alles. Kein Grund zur Sorge. Am besten auf friedliche Erinnerungen konzentrieren. So, jetzt machen wir die Anästhesiemaske. Die lösen wir. Leicht, natürlich bloß. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Kann man noch irgendwas kind machen? Kind der Wolken! Warum kriegst du? Was? Die Fliegen fressen mich! Die Fässer fassen nichts! Jetzt lösen wir mal noch den Gurt. Vielleicht bewirkt das sogar noch was Schönes. Stimmt, damit er den nicht beruhigen kann. Wie ist das möglich? Meine Augen! Nein! 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 Gut. Genau das ist das Schlimme sozusagen an dieser Erinnerungstechnik. Beziehungsweise, dass man die speichern kann. Aus dem einfachen Grund her eben halt, man kann sie eben halt so verändern, wie sie wollen. Ihr Mann lebt doch, aber sie denkt, er ist gestorben an dem Tag. Irgendwo schon grausam, nicht? Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hat
hatte recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Albert Camus. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Makrowelle. Weiß nicht, Mikrowelle? Soll das Spiel zu schwierig sein, dann... Sorry. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. St. Michael Bezirk. Dein erstes Ziel heißt Carrie Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Okay, und das bin das sage ich mal, ich würde mal sagen, die Episode 2 machen wir ab Folge 4 weiter. Und ich hoffe heute auch für aufnehmen, denn wir haben es jetzt früh, 2:30 und ich würde jetzt gerne schlafen gehen. Ich hatte noch heute noch keine Möglichkeit, irgendwie aufzunehmen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich die erste Folge rausgehauen habe, weil ich habe das jetzt alles, also die ersten 3 hintereinander aufgenommen. Werde ich sehen, wie ich Zeit finde und Lust habe, das rauszuhauen. Ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.